Hallo liebe Freunde, Yamato wieder hier. Diesmal nicht mehr in der Offscreen-Welt, sondern wieder in der richtigen Let's Play Together-Welt. So, ich stelle das mal kurz auf Tag, das habe ich ganz vergessen. So, wir haben uns jetzt hier was überlegt, wie wir jetzt am besten... an die Tesseract rankommen. Wir haben uns jetzt angesehen, wir wissen jetzt in etwa, wie es läuft. Haben wir sie in der letzten Folge... haben wir in der letzten Folge gemacht, ne? Und dazu brauchst du erstmal diesen Tesseract Frame. Zwei Stück davon brauchen wir. Halt. Und jetzt brauchen wir eben dieses Hardened Glass. So, hab mal kurz. How to use. Dass wir eben halt dann zum Schluss da rankommen, brauchen wir wieder nur noch Tin. Und dem Pneumatic, das ist dann relativ einfach. Wir brauchen trotzdem Hardened Glass. Halt, stopp. Und das bekommen wir im Endeffekt eigentlich nur über was? Obsidian oder... Pulverized Lead oder Pulverized Obsidian? Ach du Scheiße. Wir hatten doch hier irgendwo noch zwei Obsidian. Das heißt, immer kurz ein bisschen Obsidian durchschmelzen. Ich brauche für einen Pulverizer. Darf doch nicht wahr sein. Darf doch alles nicht wahr sein. Ach, die Portale stehen immer noch, oder was? Genial. Nach siehst du, apropos Portale, schauen wir mal kurz die Query, wie es da läuft und von wie viel Erde wir jetzt erstmal in den Kisten haben. Von wie weit die Query jetzt erstmal ist. Alles klar. Hinten wäre wieder was in den Wänden, was wir uns rausruppen könnten. Will ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Zum hier haben wir noch Tin mit drin. Ich denke, wir werden hier noch ganz gut Rohstoffe bekommen. Vor allem, was wir bis jetzt schon alles rausgeholt haben, was wir das letzte Mal alles rüber geschafft haben. Eben hier über dieses Portal, ne? Portalgang sei Dank, muss man schon sagen. Vor allem, wenn man sieht, wie viele Schals wir jetzt hier mittlerweile schon haben, können wir wirklich wieder mal ein bisschen verzaubern bei Gelegenheit. Doch, das ist jetzt erstmal ein anderes Thema. Wir brauchen jetzt erstmal einen Induction Smelter. Induction Smelter. Was brauche ich denn dafür? Machine Frame. Einmal haben wir. Ich brauche. Wie bekomme ich denn bitte Inva. Wie kann ich denn. Das ist schön, dass ich dafür Inva brauche. Wo bekomme ich bitte Inva her? Inva Blend. Ah. Will mich doch gar nicht verarschen, oder? Inva Ingot. Ja, wie stelle ich diesen bitte her, du Affe? Sag nicht, dass ich jetzt dafür... Inva Blend, wie bekomme ich das bitte? Iron. Iron, was ist denn das bitte Furious? Zuallererst mal kurz die 16 Enderperlen hergestellt, die ich haben wollte. Durability hält sich noch ganz gut, muss ich sagen. So, jetzt haben wir wirklich mal 16 Enderperlen. Die lege ich jetzt hier. Die lege ich zur Sicherheit hier in diese Kiste rein. Weil dann weiß ich, dass sie in Sicherheit sind und dass erstmal kein Schwein ran kann. So, ich brauche jetzt also... ich nehme jetzt erstmal kurz das hier mit und dann brauche ich noch Furious. Wenn ich es richtig, gesehen habe, ich brauche jetzt dafür jetzt also einmal hier das hier. Ich brauche einen Pulverizer.
Wo ist denn bitte mein Pulverizer? Muss tatsächlich mal kurz den Pulverizer hier befeuern. Kann auch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier über den Pulverizer fahren muss. Ja, jetzt produziert er mal kurz das Furious, was ich brauche. Dann schmeiße ich hier im Nachhinein kurz hier die Swapsite mit rein, die ich auch noch brauchen werde. So, jetzt müsste ich hier theoretisch jetzt ja hier das hier bekommen. Und das muss ich jetzt hier schmelzen. Ja. Ich habe mein Invar. Redstone Reception Coil. Ist ja noch recht einfach. Eines der einfachsten Dinge will ich jetzt fast schon meinen. Doch man darf selbst die einfachsten Dinge hier nicht unterschätzen hier in Minecraft. Besonders nicht bei Industrial oder Buildcraft. So, wie war denn jetzt bitte kurz die Anordnung von was? Invar, Redstone. Invar, Redstone. Dann brauche ich zweimal Copper. Brauche ich hier unten zweimal Copper. Dann brauche ich. Einen Eimer. Der oben drauf kommt. Dann habe ich meinen Induction Smelter, den ich da brauche. Dass ich überhaupt erstmal das hartene Glas herstellen kann für den Tesseract Frame. Erstmal die Dinge herstellen, die scheinbar einfach sind. Danke. Pulverizer brauchen wir nicht mehr. Denn jetzt habe ich schon alles pulverisiert, was ich brauche. So, was brauche ich dann bitte noch dafür? Glas, Iron, Gold. Sehr eisenlastig, wenn du mich fragst. Gold. 1, 2, 3, 4, Eisen. Nochmal bitte mal kurz Musik weiter. Dass ich weiß, was wohin kommt. Das ist sehr angenehm bei dem Mod, muss ich sagen, dass dir direkt gezeigt wird, wie du was zu bauen hast, dass du an deine Sachen rankommst. So, jetzt hier der Induction Smelter. Haben wir den auch mal hergestellt. Gut. Jetzt kommen wir hier also hier zum Hardened Glass. Das müsste das hier sein. Wo habe ich bitte meinen Wand of Excavation? Wand of Excavation. Ich brauche viermal Hardened Glass und ich habe nur zwei. Das werden sie erstmal nicht. Aber ich brauche jetzt erstmal ganz dringend den Item Tesseract. Das ist das Ganze jetzt dann wirklich mit. Wirklich da jetzt eine Gewehrverbindung herbauen können. Das heißt, ich muss jetzt hier noch zweimal gehe mit dem dann doch am schnellsten Obsidian abbauen. Zum Glück habe ich hier eine Obsidian Farm. Praktisch, wenn du das Gerät vor der Haustür hast. Habe ich eigentlich den Pulverizer noch eingesteckt? Nein, habe ich nicht. Das weiß ich jetzt schon. Den Induction Smelter habe ich auf Tasche. Das ist nämlich absolut nur meine Buildcraft-Ecke und ich muss auch. Ich baue nochmal kurz hier den Pulverizer. Die zwei darfst du jetzt mal kurz pulverisieren. Währenddessen esse ich hier eine Kleinigkeit. So, wie spät haben wir es eigentlich? Alles klar. Gut. Hardened Glass bei sonst irgendwas Besonderes. Bei sonst irgendwas Besonderes dafür? Nö.
how to use energy cell frame. Ja, dann brauche ich noch Tin und einen Diamanten, aber das ist dann wohl eher das kleinste Problem. Erstmal hier die vier harten Glas herstellen. Das letzte Obsidian ist gleich fertig. Dann how to use for harten Glas. Dann brauche ich noch zweimal Lead in Gott. Wo habe ich denn... Gut, dass ich immer wieder Lead mit einschmelze. Ich habe es mir gedacht, für irgendwas werde ich es bestimmt noch brauchen. Oh. Dachte, geht mit dem etwas schneller. So, jetzt kann der schon direkt arbeiten. Einmal. Zweimal. Du müsst jetzt hier theoretisch gleich hart in das Glas rauskommen. Er arbeitet schon, bingo. Dann brauche ich das hier und viermal Tin, was ich gesehen habe. Viermal Tin. So, drei, vier. Das kommt in die einzelnen Ecken. Das kommt dahin. Bei den Hirsch auf das hart in das Glas. Letzte ist schon in Produktion. Es ist halt nicht, dass ich das Ganze gleich noch einmal machen muss, weil ich hier zwei Tesseract Frames brauche. Ach, scheiße, Arschleck. Na, ne, egal. Kleine Sekunde. Bin sofort da. Jetzt mal sehen, ob das Rezept überhaupt hier so richtig ist. Okay, wir haben also den Tesseract Frame. Den schmeiße ich aus Sicherheitsgründen erstmal hier mit rein. Irgendjemand will dann dauernd was von mir. So, wir haben genau noch 10 Minuten. Das bedeutet noch schnell, habe ich den weil wenn das jetzt klappt, dann werde ich jetzt nämlich hergehen und sagen, brauche nicht den Dungeon-Smelter, ich brauche gerade den Pulverizer. Wenn das jetzt klappt, dann werde ich jetzt mal kurz hergehen und sagen, okay, gut, ich brauche noch 4 Obsidian. Und erstmal kurz Zeit, dass sonst meine Energieversorgung zusammenbricht und einer der Gründe, warum ich hier gerade die Dings brauche, die das ganze Zeug brauche. Wenn ich dann auf geothermale Energie gehe. Ups, das war gerade einer zu viel. Wenn ich dann auf geothermale Energie gehe, dann muss ich nämlich aus dem Nether Lava abpumpen. Das Ganze machst du am besten über... wie glaube ich denn jetzt? Machst du dann am besten über ein Liquid Tesseract, dass du die ganze Lava, die du abpumpst, dann zu einem Tank hier in der Oberwelt pumpen kannst und über diesen Tank kannst du im Endeffekt dann Geothermal-Generatoren betreiben. Am Anfang erst nur wenige, doch mit der Zeit werden es immer mehr und so kann ich im Endeffekt dann wirklich eine riesige Fabrik aufbauen, also Energiefabrik. Und wenn die einmal steht, dann hast du keine Sorgen mehr. So. Pulverizer müsste jetzt einigermaßen angefeuert sein, es dürfte jetzt sowieso etwas schneller gehen. Dann brauche ich noch zweimal Lead in Gott und viermal Tin. 1, 2, 3, 4. Jetzt so. Ja, genau. Und einen Diamanten. Halt, das Rezept muss hier aufgelegt werden. Wie weit bist du? Sofort fertig, ist wunderbar. Nee, Kopf wollte ich jetzt eigentlich nicht hier mit reinschmeißen. Wirklich ein Sand. Ja, super toll. Jetzt habe ich Sand. Ich habe Sand. Sand. Interessant.
Und in der nächsten Folge beginnen wir dann damit, dass wir dann diese Tesseract mit Molten Ender befüllen. Und wenn das dann soweit ist, dann können wir endlich mit den Tesseract arbeiten. Also. Wo lange ich hier den Induction Smelter aufbauen? Das Rezept passt soweit. Zweimal Obsidian. Ja, genau, es passt. Dann kann das jetzt hier noch schnell fertig produziert werden. Und was brauche ich da noch? Genau, dann brauche ich noch Magma Crucible. Rezept, wie gehst du? Machine Frame, Eimer. Netherbrick. Hatte ich nicht immer mal kurz. Nee, hatte ich nicht immer noch. Ich gebe mal kurz eine Nether. Denn wenn das in der Version schon geht, dann brauche ich im Endeffekt. Was war das gerade? Wenn das in der Version schon geht, dann muss ich im Endeffekt nichts anderes tun, als hier nochmal 16 brauche ich dafür, glaube ich. Und dann schmeiße ich die schon in den Induction Furnace und gut ist. Müsste eh schon reichen. So, ab nach Hause. Praktisch, wenn man das Portal direkt vor der Haustür hat. Nein, ich will nicht wieder rein. Die Türen sollen das Ganze eben absichern, dass da nichts rein oder raus kann. Gibt's dafür auch ein Rezept? Mhm. Soul Sand. Habe ich eh da. Das heißt, ich brauche noch schnell 4 Soul Sand. Dann stellen wir uns eben kurz 1, 2, 3, 4. Praktisch, wenn man schon Soul Sand da hat. Hat eine Glas habe ich da. Das dahin. Dann müssen wir jetzt den letzten Frame Block haben. Haben wir, bingo. Das Wertvollste wird wie immer hier eingelagert. Wir nehmen mal Crucible. Was braucht man da noch dafür? Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Weiter ansonsten irgendwas dafür. Denn die Netherbricks stellen wir gerade her. Kurze Unterbrechung, bis gleich. So, da bin ich wieder. Eine kurze Unterbrechung, hatte eben ein kleines Telefonat. Sorry, so. Nee, weil das war andersrum, oder? Sowas, glaube ich, oder? Ja, genau. Dann noch ein Eimerchen. Dann noch ein Reception Coil. Sulfur als Nebenprodukt, okay. How to use. Ah, für Gunpowder, alles klar. Jetzt weiß ich, was fehlt. Brauche noch 2 Copper. Bei mir schnell die Maschine hier fertig und danach bin ich auch die Aufnahme endgültig. Ich hab doch alles hier rein, du Affe. Ich weiß nicht, warum wir jetzt mal alles wieder rausschmeißen, ne, egal. Das habe ich da, das haben wir hier schon in Magma Crucible. So. Das ist jetzt eine von 2 Maschinen, die man dafür braucht. Jetzt brauchen wir im Endeffekt nur noch den Liquid. Den bauen wir jetzt auch noch schnell. Copper, Glas, Bucket und Machine Frame. Alles klar. Ah, oh, bitte schon die Musik, weil die passt gerade nicht.
Bucket, 1, 2, 3, 4, das ist das hier, 1, 2 ist das hier, 2x Redstone ist das hier und 2x und 2x Copper. So, mittlerweile kenne ich die Rezepte schon aus dem FF. So, einmal. Ganz vergessen, dass ich das Glas hier drin habe. Kommt hier das Glas hin, dann kommt hier ein Gold rein, dann kommen jetzt hier vier Iron hin. Dann kommen jetzt hier noch. Kommt jetzt hier der Eimer hin, dann kommt hier das hin, kommt hier das hin. Kommt hier das hin und das hier. Und die Tesseract-Herstellung selbst erfolgt dann in der nächsten Aufnahme. So, Moment mal kurz. So, jetzt haben wir jetzt hier schon unsere ganzen Maschinen, die wir jetzt dafür dann brauchen. Also die ganzen Buildcraft-Maschinen. So, jetzt beende ich auch die Aufnahme. Langsam bekomme ich Kopfweh. Von der wegen Satirerei. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin. Tschüdelü.